beschreiben das Jahr 2023. Eine verschwindend kleine Minderheit an Wahnsinnigen hält das Zentrum Europas im eisernen grünen Griff. Sie lassen unbegrenzt Fremde dort siedeln. Das schwache Christentum ergibt sich nur allzu gerne den Bannern des Islam. Sie richten nur allzu eilfertig die dortige Wirtschaft hin, zum Wohle ihrer Herren. Sie zerstören alles, was Zusammenhalt gibt, Kultur und natürlich die Religion. Es ist die Zeit zu sagen, wir sind alle die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Black Lives Always Matter. Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Sie zweifeln an Gottes Schöpfung und begehen unter Jubel des Volkes Blasphemie. Dieses Gift für die Seele hat einen Namen. Ich nenne es Wokeness. Weil wir nicht nur weil wir queer sind, sondern auch weil wir Bisexuelle sind, diskriminiert werden. Und deswegen halten wir zusammen, setzen ein Zeichen für die Vielfalt unserer Gesellschaft, denn it's not a phase. Die POCs kein Fleisch mehr essen, nie wieder duschen. Also so, es geht mir so auf die Nerven, dass da so viele weiße Bürgis rumlaufen, weil unsere Gesellschaft so ein bisschen rassistisch durchzogen ist. So. Und weil wir so eine eklig weiße Mehrheitsgesellschaft haben. Deus destruet viridi daimonia. Diese verwirrten jungen Kinder sind ein gutes Beispiel für das toxische Woke-Sein. Denn sie hassen weiße und heterosexuelle Menschen. Sie sind hier in Wohlstand und Sicherheit aufgewachsen, meinen aber, sie würden hier rassistisch unterdrückt. Die wissen gar nicht, wie es wahrlich ist, unterdrückt zu sein. Diese Heuchler. Während auf Mitteleuropas Straßen jeden Tag Menschen mit Messern niedergemacht werden. Aber das sind für sie nur lebensunwerte weiße Bürgis, wie sie es nennen. Die Anhänger dieses Gifts meinen, sie wären tolerant, aber sie sind nur Verblendete. Die jeden, der nicht diesem Kult angehört, verdammen. Sie schüren Hass, Spaltung und moralischen Verfall. Sie hassen alles, was Europa so lange Frieden, Wohlstand und eine soziale Gesellschaft beschert hat. Sie wollen Weiße unterdrücken, denen sie ihr Leben in Wohlstand und Frieden verdanken. Sie jammern über kulturelle Aneignung, aber könnten ohne unsere Kultur keinen Tag so leben, wie sie es tun. Sie lieben nur die, die sich nur über ihre exotische Sexualität definieren. Heterosexuelle werten sie als Normies ab. Und Familien werden über Transpropaganda dysfunktional gemacht. Diese Woken sind wie Terroristen, denn sie glauben dabei noch, sie wären die Guten und auf dem Pfad der Gerechtigkeit. Nur ist ihr Pfad mit der Unwissenheit, der Naivität und der Verblendung gepflastert. Nulla salus ab inferis.